Erneuerungsarbeiten auf der Brücke der Solidarität. Am Montag, den 16. Oktober, beginnen die Arbeiten zur Erneuerung der Anzeigetafeln für die Fahrstreifensignalisierung auf der Rheinbrücke zwischen Hochfeld und Rheinhausen. Daher kann auf der Brücke der Solidarität ab nächster Woche nur noch eine Fahrspur pro Richtung genutzt werden. An drei Wochenenden wird die Brücke komplett gesperrt, um mit Kränen die neuen Anzeigetafeln zu montieren. Den Montagearbeiten schließen sich außerdem umfangreiche Tests an, bevor der Verkehr auf der Rheinbrücke wieder freigegeben werden kann. Eine großräumige Umleitungsbeschilderung wird eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke weiterhin auf einer Seite passieren. Am Montag, den 6. November um 5 Uhr, soll die Maßnahme abgeschlossen sein. DKM zeigt erstmals umfassendes Werk von Nikolaus Koliusis. Das Museum DKM zeigt ab dem kommenden Samstag erstmals eine umfassende museale Werkschau des Lichtkünstlers Nikolaus Koliusis. Unter dem Titel Blaubeziehung werden Werke seit den frühen 80er Jahren gezeigt. Der Titel referiert unter anderem auf die langjährige Beziehung des Künstlers zu den beiden Museumsgründern Maas und Krämer. Wir kennen uns seit 35 Jahren. Und wie ich eben in der Pressekonferenz erfahren habe, waren wir die ersten Käufer einer großen Arbeit von ihm in Stuttgart. Wir haben eben über 35 Jahre die Treue gehalten. Die Ausstellung, die insgesamt 6 Räume und etwa 500 Quadratmeter Fläche umfasst, ist vor allem von der Farbe Blau bestimmt. Sie ist beeinflusst durch den Einsatz von halbtransparenten, durchscheinenden oder spiegelnden Flächen. In erster Linie möchte ich den Betrachter sensibilisieren. Ich möchte dem Betrachter nicht sagen, was er sehen soll, sondern ich möchte ihn auffordern zu schauen, um seine eigene Freiheit des Entdeckens auszuleben. Besucher haben die Möglichkeit, die Werkschau ab dem kommenden Samstag und bis zum 7. Januar im Museum DKM zu sehen. 24-Stunden-Übung der Jugendfeuerwehr Homberg-Baal. Am Samstag, den 14. Oktober, beginnt um 9 Uhr auf der Feuer- und Rettungswache 5 in Duisburg-Homberg eine 24-Stunden-Übung der Jugendfeuerwehr Homberg-Baal. Insgesamt werden dort 22 Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren einen Berufsfeuerwehralltag durchleben. Beginnend bei der Fahrzeugübernahme und Überprüfung reicht er über verschiedene Ausbildungseinheiten bis hin zum gemeinschaftlichen Sport. Die Betreuer der Jugendgruppe haben hierzu auch einige Übungseinsätze vorbereitet, bei denen die Jugendlichen ihr ganzes Können in der Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung unter Beweis stellen müssen. Der Donnerstag bescherte uns heute in Duisburg einen Mix aus Sonne und Wolken. Morgen ziehen sich die letzten Wolken auch noch zurück und sorgen so für einen sonnigen Start ins Wochenende mit Werten bis zu 19 Grad. Der Samstag wird dann noch ein wenig schöner. Blauer Himmel und 7 Sonnenstunden lassen gefühlt den Sommer zurückkehren. Das Thermometer klettert leicht auf 20 Grad. Auch am Sonntag bleibt es spätsommerlich schön. Sonne satt und Werte zwischen 13 und 21 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Liebe Autofahrer, seien Sie wachsam, denn auch morgen sind die Ordnungshüter im Einsatz und überwachen die Geschwindigkeit. Geblitzt wird unter anderem auf der Kampfstraße in Obermarxloh und auf der Falkstraße in Düssern. Und Baustellen behindern die freie Fahrt. In Bekerwerth ist der Verkehr im Straßenzug A-Straße gestört. Die umfangreichen Straßensanierungsarbeiten zwischen der Heimersheimer Straße und der Walportsheimer Straße werden voraussichtlich bis Mitte November andauern. In Neumühl ist zudem die Gärstraße ab Oskarstraße in Fahrtrichtung Lilienstraße als Einbahnstraße ausgeschildert. Grund dafür sind Arbeiten an der Gasleitung. Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Dezember dauern. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.